Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No work, just fun with Randy Run. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Heroes of the Storm Beginner Guide, diesmal zu Leoric. Dieser hat im Nexus die Rolle eines Kriegers und in den kommenden Minuten stelle ich euch kurz seine Fähigkeiten, die Eigenschaft und ein Talentbild vor, mit dem ihr hier zu Beginn gut zurechtkommen werdet. Auf der linken Seite seht ihr noch einmal kurz seine Werte auf Stufe 20. Ja, da starten wir auch schon direkt mit seinem Q, dem Kolbenschwung. Damit fügen wir gegnerischen Diener und Helden in diesem 180-Grad-Bereich, den wir um 360 Grad um uns wirken können, Schaden zu und verlangsamen diese 2,5 Sekunden lang um 40%. Hierbei erleiden Ziele außer Helden und Gebäude auch noch doppelten Schaden. Auf W befindet sich der Such der Verzweiflung. Gegnerische Helden erleiden 25% ihrer maximalen Lebenspunkte als Schaden und ihr haltet euch entsprechend um den gleichen Betrag, solange sich der Held in diesem Bereich aufhält. Dann kommen wir zu unserem E, dort befindet sich die Seelenwanderung. Wenn ihr E betätigt, werdet ihr zum Geist und könnt euch 2,5 Sekunden lang mit erhöhten Bewegungsgeschwindigkeit von 50% fortbewegen. Euer Körper bleibt an der Stelle stehen. Wenn die Seelenwanderung endet, erscheint ihr an dem Ort, wo sich der Geist befindet. Ihr könnt diese auch durch ein weiteres Mal betätigen von E vorzeitig abbrechen. Natürlich offensiv oder auch defensiv sehr gut einsetzbar. Diese werden wir dann noch weiter später mit unseren Talenten verstärken. Dann kommen wir auch schon zu unserer Eigenschaft. Sterbliche Leoric bleibt nach dem Tod als Geist an dieser Position stehen, kann weiter seine Fähigkeiten einsetzen. Diese verursachen keinen Schaden, heilen ihn aber und verlangsamen weiter Gegner. Wenn er wieder volle Lebenspunkte in dieser Form erreicht hat, kehrt er zum Leben zurück. Die Heilung in Geistform ist allerdings um 50% reduziert. Dann kommen wir auch schon zur Talentverteilung, die ich hier gewählt habe. Mit Level 1 würde ich euch hier Reanimation empfehlen. Alternativ wäre hier Blocken noch zu erwähnen, wenn im gegnerischen Team sehr viele Helden sind, die von ihren automatischen Angriffen profitieren. Mit Reanimation erhalten wir für jede eingesammelte Regenerationskugel 1,5 Leben pro Sekunde. Das ist natürlich auch von Vorteil, wenn ihr mal sterben solltet, erscheint ihr auch dadurch dann schneller wieder. Mit Level 4 wähle ich hier Knochenhart, das verringert dann die erlittenen Schaden um 25%, solange Seelenwanderung aktiv ist. Als Alternative würde ich euch hier Treu bis in den Tod empfehlen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, länger auf einer Lane zu bleiben, vor allem wenn ihr Solo-Lane eine Zeit lang pushen sollt, denn dann erhaltet ihr durch getötete Diener in der Nähe 1% Lebenspunkte und 5 Mana wieder. Mit Level 7 will ich hier Osteogenese, das könnt ihr aktivieren auf mit der 1 dann und erhaltet im Verlauf von 6 Sekunden 20% Lebenspunkte wieder. Ich zeige euch das jetzt einfach kurz mal. Dieses Talent könnt ihr auch in der Geisterform aktivieren, um schneller wieder zum Leben zurückzukehren. Die beiden heroischen Fähigkeiten sind wirklich sehr gut auf Level 10. Hier einkerkern, wenn das gut getimt wird, mit Follow-up von vielen anderen Helden zusammen, kann man gegnerische Helden wirklich auch sehr schnell töten und dadurch blockieren. Es kann natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen, wenn ihr versehentlich eigene Helden mit einschließt. Von daher würde ich euch jetzt auch immer jetzt zu Beginn Marsch des finsteren Königs empfehlen. Startet ihr diese Fähigkeit, werdet ihr unaufhaltbar und führt 3 Schwünge aus in diese Fallrichtung, in die wir es wirken. Dabei verursacht ihr pro Schwung auf Stufe 20 400 Schaden und stellt pro getroffenem gegnerischen Helden 7% mehr maximalen Lebenspunkte wieder her. Wenn das gegnerische Team in Engstellen kämpfen sollte, ist diese Fähigkeit natürlich hervorragend geeignet. Mit Level 10 habe ich jetzt die Hoffnungsbrecher gewählt. Dadurch verursacht ihr nochmal 10% weitere Schaden, entsprechend Höhe der maximalen Lebenspunkte des Ziels, wenn der Zug der Verzweiflung durchläuft. Alternativ würde ich euch jetzt einfach zu Beginn immer den brennenden Zorn empfehlen, denn so habt ihr sicheren Schaden, den ihr als Aura um euch herum austeilt. Mit Level 16 habe ich jetzt hier Lebensdiebstahl gewählt. Rückhand wäre jetzt hier auch nicht schlecht, aber ich habe jetzt hier Lebensdiebstahl gewählt, denn dadurch habt ihr die Möglichkeit, euch einfach nochmal zu heilen. Für jeden getroffenen Gegner haltet ihr euch um 2% eurer maximalen Lebenspunkte, maximal jedoch 10% insgesamt. Hilft euch natürlich auch später, falls ihr mal tot sein solltet, ins Leben zurückzukehren. Mit Level 20 habe ich hier Spektralen so gewählt, dadurch verursachen unsere automatischen Angriffe 5% Schaden in Höhe der maximalen Lebenspunkte unseres Ziels und heilen uns um dieselbe Menge, wie das Ganze jetzt hier im Zusammenspiel mit unseren Talenten
gleich aussieht, zeige ich euch einfach mal. Vor allem zu Beginn mal darauf achten, dass ihr wirklich mit dem Sog der Verzweiflung in den gegnerischen Helden trefft, verursacht wirklich sehr, sehr viel Schaden und haltet euch natürlich wunderbar. Wir haben jetzt hier sehr viele Talente gewählt, die uns heilen. Dadurch sind wir super stabil. Auch wenn jetzt Malfurio nicht dabei wäre, würden wir uns super gegenhalten. Ihr könnt auch immer noch mit der 1 dann einfach euch um 20% Lebenspunkte heilen. Ihr habt die Möglichkeit, mit Seelenwanderung auch hier einfach durch so ein Tor durchzulaufen und seid dadurch auch schneller, um möglicherweise das einfach mal zu nutzen, um vor gegnerischen Helden zu entkommen. Ihr erleidet ja durch unser Talentfall dann auch 25% weniger Schaden. Und vielleicht noch ein paar weitere Anmerkungen. Nutzt eure Fähigkeiten natürlich auch, falls ihr mal gestorben seid, in der Geistform, um Gegner weiter zu verlangsamen. Ihr haltet euch natürlich auch dabei, vor allem mit dem Sog der Verzweiflung, um schneller ins Leben zurückzukehren. Achtet darauf, dass ihr nicht einfach so in 5 gegnerischen Helden wiederbelebt werdet. Ihr könnt auch in der Geisterform immer euren Ruhestein nutzen. Auch wenn Leoric immer wieder schnell zum Leben zurückkehren kann durch seine Talente, solltet ihr auch im frühen Spielverlauf jetzt ihn nicht so spielen wie in den Murky, denn das gegnerische Team erhält natürlich die vollen Erfahrungspunkte für einen Kill. In der Videobeschreibung unten findet ihr noch einmal den Link zum schriftlichen Teil dieses Guides und dort seht ihr auch nochmal den hier vorgestellten Talentbild. Ansonsten verabschiede ich mich von euch, macht's gut!